Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragda und ich bin wieder in Europa Baparorum 2. Jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair, dass ich jetzt ein bisschen länger spiele als bei anderen Mods. Aber ich denke, das ist okay, weil das Europa Baparorum 2, das hatten wir ja angefangen, dann wieder abgebrochen, weil es nicht spielbar war, wirklich in der letzten Version. Dann jetzt die Version mal ein bisschen weiterzubringen, finde ich, also da habe ich jetzt nicht so viele Videos im Vergleich zu anderen. Da finde ich das jetzt auch mal ganz okay. Abgesehen davon ist es ja gerade spannend, oder? Ja? Jetzt machen wir mal einen Ausfall. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt einsparen zu lassen. Wir haben den jetzt nicht. Aus der Strukidata! Anschließe! Wir sind gleich stark ungefähr. Wir gehen jetzt raus und machen die platt. Vor allem mit dem Gattekezaun, da können wir ihn verteidigen. Somnidi!
Marino! Somnidi! نحن متكفين! Somnidi!
Kommen ja alle. Sie haben sich zügig verkrümmelt, die karthagischen Anführer. So, das Wasser mit der iberischen leichten Infanterie. ...666 Gefangene zum Hinrichten, zum Opfern für die Götter. Das, finde ich, ist eine Glückszahl für die römische Armee.
8000 würden sie mir zahlen. Na, ja, aber dann hätte ich eine komplette karthagische Armee im Hals. So. Habe ich keine karthagische Armee am Hals. Ich würde sagen, ihn lassen wir da. Tribune! Tribune! Signa verte! Tribune! Das ist natürlich nett, gell? Tribune! Tribune! Milites! Brukedite! Intenteite! Milites! Poro! Muete! Intenteite! Orientem capite! Unia quasa! Finde ich jetzt aber doof, dass ich da jetzt mehr keine Alternative habe, aber das zweimal drin habe.
Nett, aber dafür haben wir nicht die Kohle. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, die noch niedermetzeln. Das machen wir im nächsten Video. Jetzt metzeln wir nieder und danach belagern wir die karthagische Stadt. Oh! Afrikanische Waldelefanten. Ja, aber trotzdem sollten wir das schaffen. Angermann! Jetzt wieder uns, support uns. Okay, dann würde ich aber jetzt wirklich sagen, wir setzen jetzt erstmal wieder einen Cut und wir sehen uns hier wieder. Was macht denn der mitten beim Turnpissen mit Barbare? Ja. Wenn wir mal genug Geld haben, stechen wir die einfach mit sich uns anschließen. Genau, also wir setzen jetzt einen Cut. Wir sehen uns hier wieder. Ich gehe jetzt weiter in die nächste Mod. Und bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.